Yo, Chummers, herzlich willkommen zurück in der erwachten Welt, Folge 3 Shadowruns Returns. Und ich habe jetzt nur noch gerade mal umgestellt, weil mir stürzt hier ständig Shadowrun ab, wenn ich es im Vollbild spiele. Deswegen spiele ich jetzt im Fenstermodus und schaue, ob das ein bisschen besser funktioniert. Chaos hier ist gerade auf der Suche nach dem Chip ihres toten Freundes Sam. Und der Weg hat sie hier in diese Organbank geführt. I'm in the back. Achso, ich muss die Kamera ja selbst steuern hier. Gibt es irgendwas zum Anklicken oder zum Hacken oder whatever? Nee. Also wie gesagt, eine Organbank ist eigentlich was ganz Normales. The smell of death and decomposition wash over you, only slightly masked by them. Minty fake fresh of industrial grade antiseptic. Also hier riecht's nach Tod und Verwesung. Und hier sehen wir auch schon den Grund, denn hier liegt eine Leiche rum. Reden wir mal hier mit Dresden. Hovering over the recent departed is a small dwarf whistling a tune. His broad grin says, I love my job a little more than you'd want or expect from someone in the chop shop trade. As we approached, he looks up with a slowly grin. There's something kindly in his eyes. Thought it might just be a stray reflection of chrome and surgical tools. Also der ist ein bisschen strange und scheint das Rumschnippeln an Leichen mehr zu mögen, als man meinen sollte. Sorry, didn't expect any visitor at this hour, and some asshole at corporate took my receptionist. What can I do for you, ma'am? Are you the corona? I'm John Dresden, the Organ Grinders branch manager here, so yeah, that makes me this franchise area's corona too. Also er ist hier der Chef. And you are? Chaos, I represent a man. Ja, ich repräsentiere Sam. Interesting, a dead man makes for a strange climb, but what makes you think he's there? Sam had a locator chip embedded in his skull. I followed it here. I see, well you're right, he's here. Not too many people know about the murder yet, though the press haven't caught wind of it yet, but with being all the way out here in the Barrens. Also es weiß noch keiner, noch nicht mal die Presse, was hier passiert ist. So who told you he was dead? Yeah. Die Zahl erwähnen wir besser nicht. Sams digitaler Geist hat's mir erzählt. Der Zwerg hebt die Augenbraue. A dead man's switch, eh? Fascinating. I was working on him earlier. He's over here. Ah, da hinten ist er. Sieht nicht gesund aus, der gute Sam. Ich meine, ja, ist er auch tot. Dann schauen wir doch gleich mal. He's my second Emerald City Ripper victim. The third was one downtown. Okay. Ein Serienmörder? Emerald City Ripper? Not my title. That was the Seattle Press insists on calling the killer. All I know is that he likes the original Jack. Our Ripper knows how to handle a scalpel. But this one is even more twisted. Here she always removes an internal organ from the victim. Also der Mörder kann mit dem Skalpell umgehen und nimmt sich immer ein Organ seines Gegners. Okay. Delicious. A trophy hunter. What was it? Sams Leber wurde rausgeschnitten. Okay. Und wie war es bei den anderen Glücklichen? Bei mir. The first victim's heart was missing and the third had the spleen removed. Okay, beim ersten war es das Herz, aber ich weiß nicht, was das Spleen ist, ehrlich gesagt. Dresden, get out of here. Ist das dein Chef? I'm about the new Ripper victim, Sam Watts. Ja, ich auch. Thuring over. The diminutive corona is a homicide detective right out of central casting. If you ignore the tusks, pointed ears and Neanderthal brow, you can smell his cheap aftershave. Also das sieht aus wie ein alter, ja, Privatermittler. McCluskey. So this new Ripper victim, what's name his familiar? Didn't his mother kill herself a while back? So you insist at the time. Come on, she offed herself. I had it on very good authority. Now let's go, Dresden. Give me something to work with here. The Ripper case is my ticket to a lieutenant's badge. Also er möchte gerne Lieutenant werden. I've already posted everything I know. The killer stuns the target with a combination of drugs and magic, then removes a single internal organ while they're still alive. Ooh, das klingt nicht gut, Sam. I'm sorry. The perpetrator is most likely right-handed, with a slim hand that knows its way around the scalpel. Has a decent understanding of human and metahuman anatomy, too. Also er kennt sich sehr gut aus. So, I'm looking for a whacked-out surgeon. Suche ich also, ja, ich lese einfach weiter vor.
Not necessarily. I don't know any surgeons who still use scalpels anymore. These days it's all done with computer-controlled lasers. Could be anyone from a military field surgeon to an antique medicine aficionado. You're no damn help, Dwarf. Ach so, er ist ein Lone Star Detective. Also Lone Star ist in Seattle quasi die richtige Polizei. Who the hell are you? Okay, ich könnte hier, also wenn ich 4 Stärke hätte, versuchen ihn zu beeindrucken. Kann ich aber nicht. Ja, mit Lone Star sollte man sich nicht direkt anlegen. Ich bin neu in der Stadt. Bist du das Willkommenskomitee? Wenn du neu in der Stadt bist, dann lass mich der Erste sein, um dir zu sagen, dass ich hier ja, der Macker bin. Wenn du mir in den Weg kommst, dann wirst du hier nur noch auf einer Bahre rausgetragen. Dresden, gib mir mehr. Nein, ich kann das nicht. Ich muss es auf Englisch lesen, I'm sorry. I'm putting someone in a cell or a box this week and claiming my promotion. Also er will den Fall unbedingt jetzt lösen. Nun, mal sehen, ob wir ihm zuvorkommen können. Und ihr merkt anhand der Dialoge, das ist wirklich ein Rollenspiel. Ein richtiges, schönes, oldschooliges Rollenspiel. So soll das sein. Do you always make friends that easy? I'm great at dinner parties too. Be straight with me. You're really gonna work for the dead man? A job is a job, and this one pays better than the most. Fascinating again. Detective McClumsky is as interested in anyone but Detective McClusky. He'd convict his own mother if it's meant another 10 million a week in his paycheck. Plus, he's on the take. You have honor after fashion. I try to honor the dead in my work, so we have that in common. So, how can I help you? Also, er findet es gut, wie wir so drauf sind, und er möchte uns gerne helfen. Wo wurde Sam getötet? Ah, hab Erfahrung bekommen, super. You know, I might be able to do one better. Why don't you poke around those body lockers in the back and see if you find anything useful? Do you know where the motorcycle is or not? Also weißt du, wo ist oder nicht? Dresden sagt nichts. Aber er lächelt und pfeift. Also sehen wir uns hier mal um, beziehungsweise wir haben Karma bekommen. Können wir das gleich instant ausgeben? Ja, genau. Und wofür könnten wir es ausgeben? Genau, Spend Karma. Also mein Ranged Combat war jetzt noch nicht allzu gut. Ich nehme das. Oder soll ich das Decking verbessern gleich mal? Biotech, Drone Control. Ich meine, es wäre auch nicht schlecht, wenn wir ein bisschen Magic hätten. Beschwörung. Weil hier könnte man eine Barriere erstellen auf der zweiten Stufe. Hier kann ich ein Totem, Spirit Control. Ach, ist das alles schwierig. Aber ein Decker, der gleichzeitig Magier ist, ist eigentlich ziemlich hart, weil das schließt sich irgendwie aus. Zumindest war es eine Zeit lang so in diesem Universum. Ja, ich wollte euch eigentlich noch einiges über das Universum erzählen, aber es ist ganz schön schwer, hier das während dem Spielen reinzubringen, wenn man eh schon so viel liest. Ausweichen, Rifle, Shotgun. Achso, ich muss hier erst im Ranged Combat Nummer 2 machen. Okay, machen wir. So, und wieder zurück. Also, dann suchen wir hier mal. Was haben wir denn hier? Item Basic Med Kit, okay, das können wir gut brauchen. Dock Wagon Basic Trauma Kit können wir auch gut gebrauchen. Und hier, was sind hier? Seine Habseligkeiten oder was? Ja, John Doe. Der Thermostat ist aber auf 21 Grad, also ist da irgendwas drin, das nicht tot ist. Wir öffnen das Ganze mal. Okay, da ist ein Mann drin, der eigentlich noch gut dabei ist und nicht tot. Okay, das ist hier Jake. Wow, easy there. In a quick move he jumps down from a drawer and stands before you. For someone who just woke up in a morgue locker, he seems unfazed and pretty well put together. You spot the data jack drilled into his temples and some shamanistic tattoos peeking above his collar. An interesting combination, also ein Decker-Schamane. I told John to wake me up at 6 in the morning. Is it 6 yet? It doesn't feel like 6 yet. Sorry, didn't expect you to be so live.
Yeah, Dresden thinks he's pretty funny. You're not the first person he pulled this one on. Well, so much for a good night's sleep. On the plus side, I noticed you haven't killed me yet, so that's good. If you aren't after me, then what's your story? The latest Ripper victim. Did you know him? Sam, huh? Glad somebody cares. We used to drink together every now and then over at the Union. Decent enough guy, always in trouble over something or other. Also, er kannte Sam und öfter mit ihm ein Bierchen getrunken. John, is this lady cool? Yeah, she's on the level. Working for Sam, believe it or not. Some sort of dead man switch. I thought you could help her out. Maybe even stop mopping around the shop all day. Okay. Thanks for volunteering me. Alright then. The name's Jake. And you are? Yeah. Call me Chaos. Nice to meet you. Well, it sounds like you're taking a dive into the deep end here. John's right. I might be able to help you out. I was with Sam the other night, the night of the murder. Poor guy. He was hanging at the seamstress's union that night, tripped out and rowdy. I'd been laying low there for a few days after a bad run. Mrs. Kubota asked me to throw Sam out, so I did. But out in the alley, some gangsters got the jump on me. Okay, also... Er war in der Nacht des Mordes mit Sam zusammen. Damn, maybe I need some Soykev after all. John, could you grab me a cup? Soykev ist Soja-Kaffee. Richter Kaffee können sich hier in dem Universum nur die Allerreichsten leisten. Get your own damn cup. My hands are dirty anyway. Now, what's wrong with this intestine? Thanks, John. You're a real pal. Anyway, there's a big fat cop bounty on my head. Like I said, my last job didn't exactly go according to plan. Out in the alley, a few Halloweeners got the jump on us. Damn gangers. Though they could turn a quick prof off of my head. Also sein letzter Run ist nicht so gut gelaufen und dann haben ihn noch die Halloweeners erwischt. Halloweeners sind eine ganz bestimmte Gang, die machen, haben lustige Masken auf und so. Sam stumbled off during the fight though and that's the last I saw of him. Until he turned up here, dead on arrival. Reminds me of my last day in this place. Also eventuell haben ihn die Halloweeners hier erwischt. Okay. Great, so don't know anything about his death. I knew they found his body a block away from the Union, just lying there in a broad daylight. That's the Barons for you. Same though. Wish I'd been there, if those slagging gangers hadn't come along. Also wurde ein Block weiter tot aufgefunden. Tell you what, you look like you can handle yourself in a fight. I could use some backup to settle the score with those Halloweeners out of there. The leader's got the whole gang searching the Barons for me. I need to get rid of that asshole. In return, I'll take you to the place Sam was murdered. It's not safe to hit these streets alone at night, trust me. And maybe I'll throw in some decent supplies while we're at it. Also er braucht unsere Hilfe, wir sollen mit ihm zusammen die Halloweeners erledigen und dann bringt er uns zu dem Platz, wo Sam gefunden wurde. What do you say? Ja. I do a little bit of street justice every now and then. All right, Jack. Count me in. Great. I've been hiding out here ever since that run-in with the Halloweeners. Whiny bunch of gangers, but this stretch of the Barons is their turf. Hell, I'm surprised you even made it to this morgue in one piece without packing some heat. Also wundert sich, dass wir es überhaupt bis hier geschafft haben. Very funny, Jake. You can sleep in a dumpster tomorrow. So, you need a weapon? Give me a pistol. My weapon of choice as well. Here, take one. Also, wir haben nochmal dieselbe Pistole bekommen. So, ready for an evening out in the town? Yeah, I'm ready. Also, wir sind im Prinzip fertig. Und wir können verschwinden, wann immer wir fertig sind. Das machen wir jetzt auch. Und dann, dann machen wir es zu Ende. Also, dann machen wir es zu Ende. Wie rede ich denn hier schon? Dann gehen wir ins nächste Kapitel oder whatever. Also, hier ist der Ausgang. Und dann legen wir uns mal mit den Halloweenern an. Aber das machen wir erst in der Episode 4. Head out into the Barrens. Confirm. Ja, die Seattle Barrens. Hartes Pflaster, sage ich euch. Aber gut, das kriegen wir schon hin. Aber wie gesagt, wir kriegen es erst demnächst mal hin, wenn mit unserem neuen Freund Jake zusammen den Halloweeners heftig den Arsch aufreißen oder einsehen, dass zwei Decker und zwei Pistolen nicht genug sind dafür. Ich würde sagen, das soll's für heute gewesen sein. Deswegen stoppe ich hier
und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht oder guten Morgen. Wir sehen uns bald wieder hier in der erwachten Welt. Macht's gut, bis bald, euer Chris.